Die Ballaststoffdiät läuft nun schon 2 Wochen. Ich bin nicht mehr ganz so faul. Nein, ich bin gar nicht mehr faul. Ich bin jetzt hier tatsächlich zu meinem ersten Fußballtraining der Damenmannschaft. Was Ballaststoffe alles ausmachen. Reichlich Energie. Cool, Energie hat schon mal geklappt. Aber da war ja noch was. Ein Ziel von dir war ja auch, das Gewicht zu reduzieren. Hast du das im Blick? Hast du dich dann nochmal auf die Waage gestellt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr oft auf die Waage gestellt. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe bis jetzt 3,2 Kilo abgenommen. Wow! Und was ist mit den Blähungen? Ja, jetzt hat sich das normalisiert und ich bin ganz happy, ja. Also ich denke, mein Darm hat sich angepasst. Letzter Tag der Ballaststoffdiät für Bartosz und Jenny. Beide geben nochmal eine Stuhl- und Blutprobe ab. Wie geht's Ihnen denn so? Sehr gut. Also ich denke, das liegt an den Ballaststoffen. Also ich habe es wirklich im Körper gemerkt, dass die Ballaststoffe arbeiten, dass mein Fitnesslevel immer gleichbleibend war, mein Konzentrationslevel. Klingt schon mal gut, aber ist auch was Messbares passiert? Da könnte man jetzt in Rücksprache mit dem Arzt sehen, dass die Blutfettwerte sich verbessert haben. Auch Cholesterinwerte zum Beispiel sind mehr im Normbereich. Und der Langzeitblutzucker, der ein bisschen an der Grenze war, der ist jetzt auch weiter runtergegangen, sodass man sagt, total im Normbereich und echt gut geworden. Richtig was passiert ist auch bei Ihrem Darmmikrobiom. Bei Bartosz ist das ganz schön. Wir sehen wirklich große Effekte durch die vermehrte Ballaststoffzufuhr. Wir können schon sehen, dass der Gehalt an kurzkettigen Fettsäuren in den Stuhlproben, die wir bei ihm analysiert haben, stark zugenommen hat. Um 280%. Seine Bakterien haben richtig Gas gegeben. Bei Jenny hat sich auch viel getan. Vor allem ihre ballaststoffliebenden Bakterien haben klar zugelegt. Ein Plus von 30%. Krass, beide sprühen vor Energie und fühlen sich glücklicher. Da gibt es eine direkte Verschaltung zwischen Darm und dem, was im Kopf vor sich geht. Und die Forschung erkennt immer mehr, dass es einmal direkte Verbindungen gibt in die Nervenbahnen, als auch die Bakterien dort eine Rolle spielen und bestimmte Botenstoffe, Stoffwechselprodukte produzieren, die auf das Gehirn auch wirken können. Wer jetzt vielleicht denkt, das war's mit den positiven Effekten, der täuscht sich gewaltig. Wir sehen das einmal bei Erkrankungen des Verdauungstrakts, wie zum Beispiel beim Darmkrebs. Risiko, dass man mal mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, das Risiko dort wirklich runtertreiben kann. Es geht aber auch darüber hinaus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, sehen wir wirklich, dass ein Mehr an Ballaststoffen das Risiko für diese westlichen Zivilisationskrankheiten stark reduziert. Und das ist phänomenal zu sehen, dass über Ernährung sich dazu ein positiver Effekt erzielen lässt. In 3 Wochen ballaststoffreicher Ernährung haben die beiden alles erreicht, was sie sich vorgenommen hatten. Eigentlich ist alles wahr geworden. Also ich fühle mich fitter und ich gehe länger mit meinem Hund, ich reite wieder mehr, ich bin so im Alltag einfach fitter und habe auch abgenommen. 4 Kilo. Also ich hätte es nicht gedacht, weil ich fand jetzt 3 Wochen, also eine ziemlich kurze Zeit, ich dachte, ich brauche deutlich länger. Aber ich habe tatsächlich schon, also spätestens nach 2 Wochen gemerkt, dass sich was in meinem Körper verändert. Also wie gesagt, ich wurde total fit, geistig, körperlich. Diese Blähungen haben nachgelassen, die am Anfang waren. Ne? Also das war echt wie so ein Booster. Also mega cool. Ein echter Superstoff. Und wir können ihn für uns nutzen. Für unsere Gesundheit und Fitness. Eigentlich total einfach.